Mitten im Herzen von Bad Kreuznach in der Mühlenstraße befindet sich die Mühle Tress. Der älteste Teil ist das Erdgeschoss des Nordflügels aus der Zeit um 1816. Das belegt der Keilstein mit den Initialen HCA für Heinrich Karl Aqua. Der Gebäudekomplex in seiner jetzigen Form steht seit 1942 und ist bis heute nicht mehr verändert worden. 1978 wurde die Mühle stillgelegt. Heute beherbergt sie das Jugend- und Kooperationszentrum Die Mühle und das Haus der Senioren. Das Haus der Senioren wurde erst vor ein paar Jahren dort eingerichtet, nachdem der Seniorenbeirat seine damalige Bleibe verloren hatte. Der Beirat hatte zunächst mal eine ältere Immobilie angemietet. Die Stadt hat dann entschieden, die will sie verkaufen und hat dem Seniorenbeirat einfach vor die Tür gesetzt. Eines Tages kamen wir, da war das Haus zu. Und das ist ungefähr 10 Jahre her und seitdem ist die Idee gereift, wir brauchen ein neues Haus. Und ich habe immer versucht, den Stadtrat davon zu überzeugen, das Geld zu bekommen. Und positiv ist es eigentlich erst dann gewonnen worden, als das Konjunkturprogramm 2 des Bundes aufgelegt wurde. Das bedeutet, 90% des Innenausbaus des Hauses sind aus Bundesmitteln finanziert, 10% von der Stadt. Und das war dann nach vielen Jahren des Kampfes sozusagen, hat sich gelohnt, die dicken Bretter zu bohren. Das Haus erstreckt sich über 4 Etagen. In der untersten befindet sich das Informationszentrum. Werner Gräf sitzt hier jeden Dienstag und Freitag mit seinem Kollegen Herrn Haufe von 10 bis 12 Uhr. Aber auch montags und donnerstags ist die Tauschbörse eine Anlaufstelle für Neugierige. Neben dem Informationszentrum gibt es auch eine Küche. Hier wird jeden Dienstag und Freitag unter der Leitung von Alfred Schneider ein leckeres Essen gegen einen kleinen Unkostenbeitrag serviert. Im Großen und Ganzen sind das hier fast alles Alleinstehende, ja, ob Mann, ob Frau. Und was machen sie? Sie machen sich ein Süppchen, sie machen sich mal Brotwurst oder machen sich mal Anderwurst, was sie heißt. Das ist denen ist aber ein Menü von Suppe über Hauptspeise bis zum Nachtisch für 5 Euro. Das geht eben nicht. Das geht nicht. Das geht nur bei uns. Aber nur, weil wir auch die Gesellschaft hier mit 40 Personen haben. Da kommt noch ganz was Wichtiges dazu. Noch wichtiger ist wie das Essen die Kommunikation der Senioren. Damit die zusammensitzen, zusammen sprechen. Und dadurch, sage ich immer, schieben wir die Altersdemenz weit nach hinten. Weit weg. Ja, umso mehr die aktiv am Leben teilnehmen, umso gesünder bleiben sie. Und das sieht man in unserem Raum wunderbar. Sie sitzen nach dem Essen noch wie lange zusammen, erzählen, noch aus Alter oder aus Kindheit, sitzt du als oft dabei, hochinteressant. Im obersten Stock des Gebäudes befindet sich die Bibliothek. Dort finden 2-mal in der Woche Computerkurse statt, wo sich interessierte Senioren mit den Grundlagen des Internets und des PCs auseinandersetzen. Hilfe bekommen sie vom Ehepaar Thorn, die den Senioren langsam und verständlich den Umgang mit dem Computer erklären. Der Wissensaustausch und das gemeinsame Miteinander sind im Alltag der Senioren eine wichtige Säule. Und das Haus bietet viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Also hier ist jeder mit guter Idee und ein bisschen freier Zeit ganz herzlich willkommen. Ich denke, viele Menschen in diesem Alter haben ganz, ganz viel zu verschenken. Und hier ist ein guter Ort dafür. Und die Rückmeldungen, die dafür kommen, denke ich, sind auch sehr gut. Man hat es hier viel mit Dankbarkeit und mit Freude zu tun. Ja.